Ja. Grüß Gott. Ich bin vom Revier hierher geschickt, möchte mich da ein bisschen umsehen. Sie wissen, jetzt ist Ferienzeit und da häufen sich die Eigentumsdelikte, erfahrungsgemäß Diebstahl, Einbruch und so weiter. Ich wollte Sie fragen, ob Sie uns ein bisschen behilflich sein können und sagen, welche Objekte da besonders gefährdet sind. Ah ja, das ist gut, dass Sie sich da an mich wenden, weil ich kenne mich da aus. Also jetzt passen Sie mal auf. Also da sind die Holzer, die sind in Mallorca den ganzen August. Ja, weiß auch nicht, wie Sie sich das leisten können bei der Hypothek, gell? Was Holzer. Haben? Holzer, wie man spricht. Mallorca, ganzer August. Und da? Das sind die Bärmoser. Ah ja, die sind im Schwarzwald. Wissen Sie, das rentiert sich nicht. Die haben ja seit 8 Jahren dieselben Vorhänge dran. So. Bei den Höflinger hingegen, ne? Also da wundert es mich, dass sie nicht schon lange eingebrochen haben. Wissen Sie, die schwimmen ja im Luxus. Die haben sogar einen elektrischen Kartoffelschäler. Und außerdem haben sie die Tiere vom Balkon offen stehen lassen. Ja, so ein Leichtsinn. Dankeschön, Sie haben mir sehr geholfen. Ja, ist gern geschehen. Man freut sich, wenn man auch ein bisschen was zur öffentlichen Sicherheit beitragen kann. Ne? Ja, wir sind auch ganz stolz auf unsere Öffentlichkeitsarbeit. Auf Wiedersehen. Sie, sagen Sie mal, bei welchem Revier sind Sie eigentlich? Mei, das werden Sie wohl selber wissen, was das da für ein Revier ist. Ja, freilich, Einser. Freilich, Einser. Und darf man Ihren Namen wissen? Schöninger. Das hier ist der Fruchtbarkeitstanz der Kikua. Ich hab's mit Tele aufgenommen. Als zivilisierter Mensch muss man zu sowas einfach eine gewisse Distanz halten. Oben ohne und so. Und unten auch. Im Prinzip sind ja diese Entwicklungsländer ohne jeden kulturellen Reiz. Deswegen hätten wir auch solchen Wert gelegt auf deine Begleitung. Ja, aber ich habe einfach keine Möglichkeit mehr gesehen, irgendwelche Mittel flüssig zu machen. Bei der jetzigen Geschäftslage. Na ja, ich habe ja Verständnis für eure finanzielle Situation. Aber ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe dich oft genug darauf hingewiesen, was eine Frau zu erwarten hat, wenn sie sich unter ihrem Wert verkauft. Mistvieh. Das war unser Hotel in Mombasa, vom Hof aus. Wir waren da im 4. Stock. In der Touristik fehlt diesen Leuten allerdings jedes Taktgefühl. Ursprünglich hätten wir das Badezimmer teilen sollen mit einem Neger. Einem echten, wohlbemerkt, aus dem Busch. Sowas ist einfach nicht tragbar. Ich habe dem Hoteldirektor dann natürlich gesagt, dass das absolut nichts mit irgendwelchen Vorurteilen zu tun hat. Einen deutschen Neger hätten wir ja anstandslos akzeptiert. Guten Morgen. Mahlzeit. Das muss ja eine sehr lange Predigt gewesen sein. Ich bin noch zum Rosenkranz geblieben. Klaus, die beiden bleiben zu Mittag. Es sind noch Klopse in der Kühltruhe. Ja. Ich rechne für jeden 5 Stück. Soll ich sie gleich einlegen? Ja, das wäre nett. 20 Minuten. Und leicht sieden lassen. Also für mich hat dieser Mensch einen Minderwertigkeitskomplex. Ja, Profil... Neurose. Neurose. Franz, bist du's? Ja, ich bin's. Ja, du bist auch.
Wir haben 53 Adressen, die sind praktisch so viel wie idiotensicher. Ja. Du, pass auf, ich schlage vor, wir fangen in Bogenhausen an und arbeiten uns vor Richtung Innenstadt, okay? Ja. Du, sag mal, ich bin um 10 bei dir. Gut? Und, hör zu, du räumst den Kombi aus, gell? Den werden wir brauchen. Gut ist. Servus. Wiederschauen. Wiederschauen. Es waren zwei Leute in einem Lieferwagen. Nachts um 2:30. Sehr routiniert. Richtige Profis. Hochinteressant übrigens. Wissen Sie, ich habe einen guten Überblick von meinem Schlafzimmer aus. Warum hast du dann die Polizei nicht gleich verständigt? Ja, ich habe gedacht, es sei eine Zwangsräumung. Ach so. Wissen Sie, dieser Lehberger war mir schon immer etwas suspekt. Du hast der Lehberger? Ja, Lehberger. Mhm. Und wann haben Sie den Einbruch bemerkt? Heute früh beim Blumengießen. Die Frau Doktor hat mich nämlich gebeten, täglich die Blumen zu gießen. Nur den Philodendron nicht, ja. Und außerdem hat mich das Vormittagsprogramm interessiert. Frankensteins Fluch. Frau Doktor hat gesagt, ich darf den Fernseher benutzen. Die haben nämlich einen farbigen. Das heißt, jetzt haben sie natürlich keinen mehr. Ja, ich habe ja sofort gemerkt, dass da beim Hurwa in der Wohnung was nicht stimmt, gell? Und dann habe ich den Jackson geweckt und habe... Meinst du den Jackson her? Ja, ja. Und habe ihm gesagt, er soll gehen und nachschauen, gell? Mhm. Aber er hat ja Schiss gehabt. Also ich muss jeden Tag um 6 Uhr raus, ich brauche meinen Schlaf. Ach, gell, gib doch zu, dass du Schiss gehabt hast. Da sehen Sie es, sowas muss ich mir gefallen lassen. Dabei sind wir nicht einmal noch verlobt. Was? Ja? Wir sind nicht verlobt. Wo meine ganze Verwandtschaft meint, wir sind fest. Was kann ich jetzt dafür, was du deiner Verwandtschaft für Geschichten erzählst, hä? Moment, Telefon. Komm gleich. Ja, Sie, hallo. Einen Moment bitte, komm gleich. Polizeiinspektion 1 Moosgruber. Ja, ein ja, Einbruch. Ja, den können Sie bei uns anzeigen. Nein, nein, bei uns ist niemand zu einer Wohnungsüberwachung eingeteilt. Was? Da könnten Sie den Mann beschreiben. Ja, wissen Sie seinen Namen? Hä? Schön. Sie sagen es das noch einmal. Wissen Sie Ihre Adresse? Moment. Mariannenstraße 14. Ja, wir kommen gleich vorbei. Na ja, Gott sei Dank. Helmut. Ah ja, schön. Und was fehlt sonst noch außer dem Fernseher? Also, die Pflanzen sind alle da. Aber da war noch so ein schwarzer Kasten, mit dem man Fernsehsendungen aufnehmen kann. Videogerät. Ja, genau. Der ist auch. Der ist weg, ja. Aber das hat sich nicht rentiert. Nein, nein. Weil nämlich die Frau Doktor hat nie etwas Interessantes aufgenommen. Ich hätte was ganz anderes aufgenommen. Kennen Sie die Serie Auferstehung der Leiche? Na, hä? Doch. Ja, aber die wird sicher bald wiederholt, wenn es so schön war. Was ist denn? Sag's ihm. Du, ein Moosgruber hat gerade eine Frau angerufen, die hat gesagt, dass gestern ein Polizist sich ziemlich auffällig nach Wohnungen erkundigt hat, wo die Leute in Urlaub sind. Und genau in die Wohnungen ist heute Nacht einbrochen worden. Ja. Polizist? Ja. Ah, da müssen wir nachher hinschicken und schauen, dass wir Namen und Adresse kriegen. Mhm. Ah, den Namen haben wir schon. Ah, mit dem Namen allein werden wir nicht viel anfangen können. Möglicherweise schon. Wie heißt er denn? Schöninger. Das ist völlig unmöglich. Schöninger gibt's hier nur einen und das bin ich. So möglich. Unmöglich ist gar nichts auf der Arbeit. Okay, ihr werdet. Sag mir, ihr werdet doch nicht glauben, dass ich da. Nein, nein, Franz, was muss denn? Ich nicht. Okay. Obwohl. Ja. Ihr seid's nicht, die Freunde, Kollegen. Ja, obwohl, es war vielleicht besser, wenn du, sagen wir jetzt gleich mitfährst zur Gegenüberstellung, dann war die Sache ein für alle Mal. Erledigt. Einverstanden? Gut. Das war doch schon einmal. Das hast du auch überlebt. Aber das hinterlässt Narben und Wunden. Also alle Elektrogeräte haben sie gestohlen. Unmöglich. Scheiße, dann muss ich da umschleppen. Sag mal, wie lange willst du das Zeug hier bei mir lagern? Ach, mein Franzl, ich denke da in größeren Dimensionen. So. Ja, schaut es mal so singen. Wer sucht schon in der Schneiderei noch einen geklauten Fernseher?
Was meinst? Ein Fernseher. Farbe. 56er Bild. Da schau her. Da ist das Gehäuse beschädigt. Das ist typisch dieses Großmarktklump. Und warum? Weil die Leute nicht mehr beim Fachhändler kaufen. Ja, aber rentiert. Rentiert hat sich das Ganze schon, gell? Rentiert. Mehr wie 10.000 bringt es nicht. Was? Ich hab das mindestens auf 30.000 geschätzt. 30.000? Wie kommt denn auf sowas? Wenn du den Katalogpreis nimmst und dann 50% abziehst. Woher kennst du die Katalogpreise? Ja, aus dem Katalog? Das ist nicht maßgeblich. So. Du, Franz, hier bin ich der Fachmann. Gell? Ja, wenn's meinst. Videorekorder VHS. Vielleicht wird's heute Morgen besser. Nein. Nicht schon wieder. Die modernen Schlösser, die streng. Mein Gott, musst denn du bloß immer nur an die selber denken? Das ist doch ein infantiler Charakterzug. Ja, ich bin schon ein bisschen überbelastet. Schau, das ist ja nicht so, dass ich dir nicht helfen will, aber ich verliere dann die Übersicht. Ich bin schließlich geistiger Arbeiter. Was meinst du? Das ist doch ein bodenloser Leichtsinn. Nur weil er so eine Hans-Wurster-Uniform anhat, erzählt man doch nicht alle Intimitäten aus der Nachbarschaft. Da lasst man sich doch zumindest den Dienstausweis zeigen. Was nützt denn unsere ganze Polizeiarbeit, wenn sie uns so in den Rücken fallen? Ne? Also der ist bestimmt nicht. Der andere Polizist ist viel netter. Ja, der kann leicht netter sein, das ist ja kein echter. Danke, Frau Greipel. Wiedersehen. Siehst du es? Jetzt ist der Fall geklärt. Was hast dich also jetzt so aufgeregt? Du wärst nicht privat. Oh, Verzeihung. Überhaupt verkehre ich wahrscheinlich nur mehr dienstlich mit dir. Oh. Danke. Bitte? Also eigentlich, Moosgruber, ist das eine ganz simple Methode. Man nimmt sich eine Polizeiuniform zu leihen und fragt unbedarfte Mitmenschen nach ihrer Nachbarschaft aus. Richtig. Und genauso werden wir jetzt ermitteln. Ah, du meinst, man führt eine Befragung durch, ob irgendwo ein Polizist die Leute nach ihren Nachbarn ausgefragt hat? Richtig. Und dann schaut man, dass man ihm zuvorkommt. Moosgruber. Am besten, du erkundigst dich bei Hausfrauen, Ladenbesitzern, Rentnern und Hausmeistern. Heute Leute, die gern ratschen. Heute noch? Heute noch? Ich sehe schon strahlende Gesichter bei den Damen. Ich bin dann beim Kegeln. Ja, ja, wo auch sonst. Meine Eltern, sie dürften inzwischen Acapulco angekommen sein. Lassen bitten, dass du gelegentlich nach der Wohnung schaust. Die Schlüssel liegen unter der Fußmatte. Unter der Fußmatte? Das ist aber leichtsinnig. Meine Eltern haben immer gewusst, was sie tun. Sicher, sicher. Du kegelst erstaunlich viel in der letzten Zeit. Ach, ich muss schauen, dass ich meine sportliche Linie halt. Du hast immer gesagt, du bist einen attraktiven Mann. Also schönen Abend noch, Masi. Ja. Schwabing 01 von Schwabing 0112. Schwabing 01. Liebigstraße, Befragung negativ. Dattenbachstraße, Befragung negativ. Alexandrastraße, Befragung negativ. Können wir jetzt endlich aufhören? Nein, weitermachen Richtung Innenstadt. Richtig. Ende. Symbolisch gesprochen.
furchtbar. Reines Rindfleisch. Irgendjemand versucht mir ein Verbrechen anzuzeigen. Ja, aber es ist ihm nicht ganz gelungen. Aber wenn er es ein bisschen raffinierter angestellt hätte, dann hätte es hier geklappt. Ach, das. Okay, ich hab doch ganz genau gemerkt, bis ihr reagiert habt. Aber das pulst du doch ein, so ein Kass. Sicher waren wir vielleicht im Moment, waren wir irritiert, verunsichert, das ist logisch. 25 Jahre bemüht man sich, ein Vierteljahrhundert bemüht man sich, ein vertrauensvolles Verhältnis herzustellen. Und da kommt ein Anruf und da ist ja doch Ketchup drin. Ketchup ist überall drin, du kriegst halt überhaupt nichts mehr ohne Ketchup. Nur bei deinem ist halt wenig Ketchup. Irgendjemand will mir was antun. Natürlich, ich habe auch meine kleinen Fehler. Du sagst es. Aber ich habe mich immer bemüht, Mensch zu bleiben. So ist es. Im Dienst und auch privat. Farbing 0112, Farbing 0112. Das ist ein Rachwerk. Farbing 01 ist. Ich habe da einen Herrn gefunden. Bei dem hat sich ein Beamter nach unbeaufsichtigten Wohnungen erkundigt. Mhm. Stell fest, welche Adresse er angegeben hat. Ich komme persönlich. Richtig. Ende. So. Nummer 16. Ja. Da hat aber Licht gebrannt. Was? Wo ist denn da Licht? Ja, jetzt ist es weg. Das hast du wirklich gesehen? Ja, komm, fahren wir zur nächsten Adresse. Moment. Du hast schon wieder zuerst das Licht angemacht und dann erst die Jalousien runtergelassen. Du lernst es nie. Zuerst die Jalousien und dann das Licht, das ist für mich wieder natürlich. Genauso wie ein künstlicher Sonnenbrand. Bangkok ist in den Tropen. Das glaubt dir doch keiner, wenn's da blass zurückkommst. Ich wäre doch gar nicht erst hingefahren. Wie hätte der Deininger Weiher gelangt? Ja, ich weiß schon. Das ist dieser proletarische Zug in deiner Familie. Aber du vergisst andauernd, dass ich aus Kreisen komme, wo man großzügiger denkt. Ach so? Da war aber keiner großzügig genug, dass er dich genommen hätte. Neumeierin, hundertprozentig. Mein Gott, die Schande überlebe ich nicht. Jetzt halt doch deinen Rand und sieh lieber mal erst nach. Polizei. Mach auf. Ah. Grüß Gott. Routineüberprüfung von Urlauberwohnungen. No? Na, da ist alles intakt. Könnten Sie uns die andere Adresse sagen? Welche andere Adresse? Ja, die andere Adresse. Ach, das ist die Stuttgarter Straße. Gleich da um die Ecke. Es ist uns furchtbar peinlich, aber unsere finanziellen Mittel sind im Moment erschöpft. Und da haben wir halt, naja, sind's, da haben wir halt zu diesen Maßnahmen gegriffen. Sie müssen das schon verstehen. Wir haben einen Ruf zu verlieren. Sie hat einen Ruf zu verlieren. Danke, damit ist der Fall für mich erledigt. Du hast natürlich nichts zu verlieren. Du bist der Kleinbürger und wirst der Kleinbürger bleiben. Aber meine Mutter. Meine Mutter hat ja von Anfang an gesagt, du wirst schon sehen, was einer Frau passiert, die sich unter ihrem Wert verkauft. Was hat Ihre Mutter gesagt? Das ist die Nummer 16. Das ist die Nummer 16. Da, wo jetzt der Kombi steht. Gehört der Kombi irgendjemand in der Nachbarschaft? Nein, ich sehe ihn das erste Mal. Sie bleiben jetzt besser da. Ja, ich bleibe hier. Bleib stehen. Guten Abend. Guten Abend. Wie viel haben Sie denn für die Anlage gezahlt? 2,5. 2,5? Das ist überteuert. Ich weiß schon. Aha.
Natürlich, was Billigeres hätte ja nicht sein dürfen, gell? Wert ist es nix, aber schaut noch was aus. Das ist es ja. Das ist ja der Inbegriff der menschlichen Dummheit. Dass man das Äußere wichtig nimmt und die inneren Werte vergisst. In diesem Haus wird nicht mehr behauptet, dass man sich unter Wert verkauft. Sonst könnte man nämlich glauben, dass sie keine Ahnung von wirklichen Werten haben. Das ist unsere Polizei. Sehr eleganter Schnitt. Wo lassen Sie denn arbeiten, Herr Kollege? Ich habe ja wirklich versucht, alle legalen Mittel auszuschöpfen, gell? Ich habe meine Frau eingestellt, sie dann wieder entlassen, damit sie Anspruch auf das Arbeitslosengeld hat. Aber sie hat sich diskriminiert gefühlt. Man könnte also sagen, dass Sie drum auf die Idee mit der Uniform gekommen sind. Sie sind also ein Opfer der Gesellschaft. Ja, ja, selbstverständlich. Schon in der Schule haben meine Lehrer immer gesagt, ich hätte sowas wie Pioniergeist. Und das haben Sie als Anregung aufgefasst für Einbruchsdiebstähle in mehr als 20 Fällen? Er ist ein Opfer des Schulsystems. Ja, sicher, richtig, richtig. Ich habe die Sachen aber nicht für den Eigenbedarf genutzt, gell? Ich wollte die weiterverkaufen. Also ist das ja durchaus im Sinn der Marktwirtschaft. Ah, dann sind Sie ja auch ein Opfer des derzeitigen Wirtschaftssystems. Ja, ja. Und der Namensmissbrauch, was für Opfer war das? Was für ein Missbrauch? Ja, Sie werden doch zugeben, dass Sie zu Ihren Unternehmungen einen falschen Namen benutzt haben, den schönen Namen Schöninger. Ach, ja. Ja, da habe ich halt den ersten Namen genommen, der mir doch so eingefallen ist. Gell? Und da ist Ihnen ausgerechnet der seltene Name Schöninger eingefallen. Vollkommen grundlos. Grundlos? Ja, da denke ich dann immer an meinen Zahnarzt. Ja, an den denke ich immer, wenn irgendetwas schief geht.